Moin liebe Freunde, was geht ab und willkommen zu einer neuen Top 5 Liste der Champions, die meiner Meinung nach sich am besten zum Aufsteigen in der Solo-Queue eignen. Denn viele von euch werden es wahrscheinlich kennen, ihr seid der Meinung, ihr gehört in diese Elo, in der ihr euch gerade befindet, einfach nicht rein. Und dementsprechend habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. Das ist heute nicht Winrate abhängig, sondern nur meine ganz persönliche Erfahrung und Meinung. Und ganz wichtig heute, bleibt bis zum Ende des Videos dran, denn dann seid ihr dran, mir beim nächsten Video zu helfen. Fangen wir einmal mit der Lane an, die ich hauptsächlich spiele. Der gute alte Jungle, da habe ich mir Graves gewählt. Denn Graves ist momentan nicht nur der mit zu Recht meistgebannte Champion überhaupt, sondern der Charakter mit dem meisten Carry-Potenzial im Jungle. Warum ist die Frage? Da haben wir einmal sein unglaublich hohes Basisschadenspotenzial, was euch komplett durchs ganze Game hilft, extrem viel Schaden am Gegner zu verursachen. Ihr habt einen Dash, wo ihr in Situationen, aber auch aus Situationen rauskommt. Und ihr habt eine Ultimate, die, wenn ihr im Spiel seid, euch teilweise hilft, mit einer kompletten Combo einfach mal die Carries zu one-shotten bei einem Gank oder auch in einem Teamfight guten Schaden anzurichten. Und obwohl Graves so ein hohes Schadenspotenzial hat, hat er noch sogar relativ viel Sustain. Dank seines Bildes, was man momentan baut. Black Cleaver, teilweise sogar Sterax, verhelfen so einem Graves einfach dazu, extrem tanky zu werden und dadurch auch Hard Engages oder Counter Ganks irgendwie zu entkommen. Also liebe Jungler, Graves lernen und picken. Wenn ich mal nicht in den Jungle komme, ist meine meistens zweitgewählte Rolle die gute alte Mitte. Dort habe ich zwar ein paar Ausweichmöglichkeiten, die ich sehr, sehr gerne spiele, muss aber hier das Nummer 1 Carry-Potenzial für mich persönlich an Echo geben. Warum Echo? Wir hatten ja angesprochen, dass wir hier wirklich davon sprechen, an mit Champions zu arbeiten, die sich am besten zum Aufsteigen lohnen. Das heißt, ihr seid der Meinung, dass ihr eigentlich gar nicht in diese Elo gehört und meistens besser spielt als die meisten anderen Spieler. Und mit Echo ist es einfach möglich, auch 2 gegen 1 Situationen, wenn man gut ins Spiel kommt, super zu meistern. Ja, du hast so viel Outpotenzial mit deiner Bubble, mit deinem Slow, mit deiner Passiven und besonders natürlich mit deiner Ultimate, die einfach, wenn ihr gut im Spiel seid, hier zum Beispiel den gegnerischen Supporter komplett one-shottet, der sich dann fragt, was zur Hölle ist gerade bitte passiert? Oder aber sogar aus 3 gegen 1 Situationen, wie ihr gerade hier seht, mit einem Kill rauszugehen, Full Life rauszugehen und auch noch den Blue Buff zu bekommen. Und das ist einfach nur insane und für mich potenzieller Hardcore Carry. Kommen wir auf die Botlane und da habe ich mir neben Twitch und Kog'Maw, die momentan extrem geile ADCs sind und eine super hohe Winrate haben, den guten alten Lucian rausgesucht. Warum Lucian? Zum einen hat er einen wesentlich früheren Power Spike als die beiden. Zum anderen seid ihr mit dem momentanen On-Hit-Build mit zum Beispiel Blade of the Rune King, was richtig angesagt ist dank der mehr AD, die es mittlerweile gibt, super stark. Mit Trinity Force oder sogar Black Cleaver, je nachdem gegen welches Team man spielt, hast du sogar relativ viel Sustain auf der Lane, weil du über relativ, in Anführungsstrichen für einen Schützen, relativ viel Tankiness verfügst. Du kannst sogar mit einem Lucian einen 1-on-1 gewinnen, vielleicht nicht so wie mit einer Wayne, trotzdem bist du einfach fürs Team durch deine Ultimate immer noch saumäßig wertvoll, für mich teilweise sogar wertvoller als eine Late-Game-Wayne. Dementsprechend hier für die Solo-Queue ist Lucian für mich der Top ADC. Kommen wir zu einem Supporter und da musste ich ein bisschen nachdenken. Ich spiele zwar relativ gerne Leona oder sowas Spaßiges wie zum Beispiel einen Blitzcrank, sind für mich aber keine Carries, weil man den Schaden immer noch den anderen überlassen muss. Dementsprechend sieht man aber auch viel in der Meta momentan Schadensupporter rumlaufen. Allen voran für mich zum Beispiel Malzahar. Du hast das Spell Shield, du hast ein unglaublich hohes Schadenspotenzial, besonders im Early Game, ohne irgendwelche Items zu haben. Du kannst mit deinen Minions sogar gegen einen Thresh oder Blitzcrank sehr, 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 sehr viel Hooks irgendwie abwenden. Und vor allen Dingen eins, du hast mit deiner Ultimate die Möglichkeit, für einen Safe Kill zu sorgen durch deine Mates, weil du einfach diese Hard-CC hast. Und die ist total goldunabhängig. Das heißt, du brauchst keinen Schaden machen. Du drückst eher auf den Gegner und der ist meistens tot, weil dein komplettes Team sich auf den stürzt, wie eine Horde Ameisen über einen Milchpott Honig. Milchpott Honig wäre auch gut. Knapp gefolgt bei mir Malzahar, Wörter von Karma und dann die Zyra, weil Zyra halt den kleinen Nerf abbekommen hat. Kommen wir zur Toplane. Da bin ich zwar am meisten confident mit Rumble, weil er mir sehr viel Spaß macht und wo Schadenspotenzial hat, aber für mich nicht wirklich irgendwie Outplay-Potenzial, wo du 1 gegen 2 gehen kannst. Könntest du potenziell schon, wenn du gut im Spiel bist. Aber es gibt einfach einen Champion, der das perfektioniert hat, wenn man besser spielt als die anderen. Und das ist die gute alte Riven. Riven kann dir einfach jedes Game, wo du ahead bist, komplett carryen. Du hast den Dash, du hast den Stun, du hast deine kleinen 3 Jumps bei der Q, die auch noch Schaden verursachen. Du hast ein Ultimate,
die quasi als Last-Hit dienen und der extra AD gibt. Riven ist für mich so der Inbegriff eines Cancer-Hardcore-Carries. Wenn die einmal ins Rollen kommt oder massiv besser ist als der andere Top-Laner, wo wir ja heute drüber sprechen, ne? Ihr seid quasi nicht in diese Elo gebunden, sondern gehört einfach viel höher. Da ist eine gute Riven für mich einfach der Weg, in der Solo-Queue massiv nach oben aufzusteigen. Riven übrigens trotzdem nur knapp 50% Winrate, da es einfach viele gute und schlechte Rivens gibt. Also kein OP-Champ, nur richtig benutzt, extrem stark. So, liebe Freunde, und das war's auch mit meiner Top 5 Liste der Champions, mit der es sich meiner Meinung nach am besten nach oben spielen lässt. Eure Meinung jetzt bitte nicht hatend in die Kommentare schreiben, sondern nutzt die Möglichkeit, einmal darüber nachzudenken, welche 5 Champions auf welchen Lanes, denke ich, könnten am besten wirklich ein Spiel alleine carryen. Schreibt es mir in die Kommentare und ich werde mir das Ganze durchlesen und ein Bild darüber machen. Welcher Champion wurde am meisten genannt? Welcher Champion eignet sich für welche Lane am besten? Und dann werde ich ein Video mit den Community-Entscheidungen machen, welches sich wahrscheinlich noch besser als Orientierung irgendwie eignet. Also helft mir beim neuen Video, eure Kommentare werden zum Teil sogar eingeblendet. Unten in die Kommentare schreiben, ich würde mich freuen. Denkt außerdem dran, dass 10 Euro Paysafe-Karten-Gewinnspiel läuft noch, um da am 1. April zu gewinnen. Einfach wie gesagt in die Kommentare schreiben, dieses Video liken, als auch mich zu abonnieren. In dem Sinne sehen wir uns heute ab 16 Uhr im Hydra Cup Playoff Stream mit Attex, mit AQ und anderen ESL Meisterschaftsteams, die um den Einzug ins Offline-Finale kämpfen. Den Link zu unserem Twitch-Stream selbstverständlich ist unten in der Videobeschreibung. Schaut einfach mal rein, geht bis ungefähr 1 Uhr nachts, das heißt, ihr habt ordentlich Zeit einzuschalten, wird super geil. Ich wünsche euch bis dahin noch einen ganz, ganz schönen Tag. Bis gleich im Livestream, euer Buddy.